Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time. Heute mal wieder ein bisschen über die Euro 2016 und zwar über die Spiele von gestern, Review und über die Spiele von heute im Preview. Jetzt ist mein Akku wieder leer, natürlich, ich habe gerade schon aufgenommen, jetzt muss ich es unterbrechen und weil ich hier nicht schneiden und so kann und keine Zeit habe und das Video schnell hochladen möchte, kann ich nicht rendern. Naja, heute kommt nur dieses Video, nur dass ihr Bescheid wisst. Das liegt daran, dass ich gestern Abi-Entlassung von meiner Freundin gefeiert habe und heute noch mit meiner Freundin bin den ganzen Tag. Das Internet ist hier schlecht und allgemein habe ich auch nicht so viel die Zeit, ich denke mal, das könnt ihr nachvollziehen. Dementsprechend wird auf jeden Fall morgen der nächste Karrieremodus kommen und zwar mit Liverpool und apropos Karrieremodus, bei dem von Dortmund könnt ihr gestern nochmal vorbeischauen, da haben wir noch keine 1000 Likes, nur 732, so wenn ich es richtig in Erinnerung habe und das geht natürlich nicht, ne, wenn wir nicht 1000 Likes haben, ist aber logisch momentan, das ist EM, das heißt viele gucken EM und haben halt keine Lust auf YouTube rumzugammeln und dazu spinnt die Abo-Box momentan ein bisschen rum, deswegen, naja, muss man mit leben können, kann ich mit leben, aber trotzdem auf jeden Fall nochmal die Erinnerung, es war auf jeden Fall eine coole Episode, wir haben gegen Chelsea gespielt, wir haben gegen Herne West, also gegen Schalke gespielt im Revierderby. Lohnt sich auf jeden Fall, das auszuchecken. Würde ich euch auf jeden Fall nochmal empfehlen. Instagram, Twitter, IG Vault, alles in der Videobeschreibung, wisst ihr ja Bescheid. Und dann kommen wir mal zu den drei Spielen. Natürlich gestern ausnahmsweise mal, ansatzweise so gelaufen, wie ich es getippt habe und ich konnte kein Video machen. Herrlich. Aber naja, so ist es ja immer. Im Endeffekt, ja, erstes Spiel, schnell zusammengefasst. Eder macht, nachdem er nicht angegriffen wird, das 1:0. Das war wirklich ein langweiliges Spiel. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die erste Viertelstunde gesehen, aber das war schon echt schwach. Und im Folgenden war dann halt auch irgendwie nicht so wirklich viel Action. Ich meine, von Schweden kam nicht viel, Italien hat nicht viel hinbekommen. Ibra ist nur aufgefallen, wenn er gefoult wurde oder gefoult hat. Und erst Parolos Kopfball hat so ein bisschen die Schlussphase eingeläutet mit dem Kopfball an die Latte. Hat er auf jeden Fall nochmal ein Zeichen gesetzt. Und ja, wenn man dann halt Eder mit vier Leuten nicht angreift und der so einen Abschluss raushaut, der wirklich gut war, dann steht es im Endeffekt halt auch 1:0 für Italien und die gewinnen das Spiel. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Zweites Spiel war dann Tschechien gegen Kroatien. Das habe ich dann so ein bisschen nebenbei verfolgt. Und Kroatien war in der Anfangsphase definitiv das bessere Team. Gar keine Frage. Sie hatten die Chancen. Sie waren total überlegen und hätten das 1:0 früher machen müssen durch Perisic. Aber der hat sich dann kurz vor der Halbzeit entschlossen. Nach einem Übersteiger reicht ja für Sivok. Und dann schießen wir mal eine lange Ecke zum 1:0. Tschech chancenlos. Und ja, dann stand es halt 1:0 für Kroatien. In der Folge kam dann Tschechien so ein bisschen kurz rein vor der Halbzeit, aber haben nicht irgendwie zwingende Chancen gehabt. Nach der Halbzeit war es dann wieder eher das alte Bild, dass Kroatien das bessere Team war. War nur noch so 2:0 gemacht, das war verdient auf jeden Fall, ein Fehlpass in der Defensive, im Spielaufbau und dann der schnelle Tempo-Gegenstoß von Kroatien mit Rakitic-Abschluss, gelupft über Tschechien weg zum 1:0, das war überfällig beziehungsweise das war halt einfach verdient zu dem Zeitpunkt. Danach kam mal so ein bisschen der Einbruch und ich habe 2:0 für, nee, 2:1 für Kroatien getippt, das heißt, das erste Gegentor fand ich noch nicht so schlimm. Ja, das war ein Kopfball von, ich weiß gar nicht wem. Ich habe keine Ahnung, wer das Tor gemacht hat, das erste. Und auch im zweiten, das zweite weiß ich, wer es gemacht hat. Das erste weiß ich wirklich nicht, das habe ich nur am Rande mitbekommen. War bitter für Kroatien auf jeden Fall, aber es sah noch nicht so aus in meinen Augen, als ob Tschechien das Ganze jetzt ausgleichen würde. Aber dann kamen die kroatischen Vollspastis. Dann kamen die kroatischen Hooligans. Das können keine Fans ihres Landes sein. Das können keine Fans der kroatischen Nationalmannschaft sein. Diese Menschen braucht kein Mensch im Stadion, braucht kein Fußballfan im Stadion. Die gehören nicht in den Fußball, egal was die sich denken, wie toll sie sind und wie sie damit unterstützen und wie sie damit, was weiß ich was, zeigen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nur behindert. Und ich hoffe, dass die gepackt werden, die das gemacht haben und ihre gerechte Strafe bekommen, weil so geht es einfach nicht. Man kann ganz ehrlich viel Scheiße bauen im Fußball, ja. Man kann Pyros zünden und so weiter und so fort, aber man kann keine Feuerwerkskörper reinwerfen und dann im Endeffekt noch einen Ordner damit treffen. Man kann nicht so eine Scheiße machen. Der ganze Block, ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, wie man so kaputt sein kann, wirklich. Haut Hooligans aus dem Fußball raus. Kein Mensch braucht Hooligans, wirklich, in keiner Lebensweise, ja. Hooligans sind ja nicht nur im Fußball aktiv, sondern auch in anderen Sportarten, ja. Das braucht man nicht. Es gibt keinen, der mir sagen kann, dass Hooligans gut sind oder irgendeinen guten Aspekt haben. Sie haben schlicht und ergreifen keinen. Man hat gedacht, der IS macht die EM kaputt, man, der IS stört die EM, der IS, keine Ahnung, mit dem Terror. Nein, es sind scheiß Fußballfans. Ja? Oder nein, es sind keine Fußballfans, es sind Hooligans, es sind keine Fußballfans. Weil Fußballfans würden ihre Mannschaft unterstützen und nicht aus dem Konzept bringen. Das hat man auch bei England gegen Russland gesehen vor dem Spiel. Das war total beschissen im Stadion selber, die Russen, die dann ja auch bestraft wurden dafür. Ich hoffe, die Kroaten werden auch bestraft dafür. Aber halt, es ist halt unfair zu sagen, die Nationalmannschaft, weil die Nationalmannschaft ist schon genug gestraft worden, denn komplett aus dem Rhythmus gebracht von der ganzen Geschichte. Total dämlich und dann ja, ein ganz dummer Elfmeter in der 90. Minute. Nesit haut den rein und oder Nesit oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ja, und es steht dann 2:2 und im Endeffekt endet so das Spiel. Hat mich sehr geärgert, aber gut, was willst du machen? Im Endeffekt selber schuld. Zumindest die kroatischen Fans dürfen sich darüber nicht aufregen, denn sie waren ja selber schuld. Beziehungsweise sind ja nicht die Fans. Also die Fans dürfen sich aufregen, die Hooligans halt nicht. Ja, kann man jetzt lange drüber reden, aber im Endeffekt ist es einfach nur beschissen gewesen und sowas gehört nicht in den Fußball rein. Das letzte Spiel in Spanien gegen die Türkei, wie erwartet, eine sehr einseitige Geschichte. Im Anfang, ja, ging es noch. Die Türkei hat noch einigermaßen mitgehalten und dann aber 34. Minute Kopfball von Morata, schönes 1:0. Direkt danach Nolito, dann noch Abwehrfehler mit dem 2:0 und dann hatten wir auch das 3:0 irgendwann nochmal durch Morata. Ja,
Türkei ist raus, ja, also da wird nicht mehr viel passieren. Wir haben oft jetzt wieder gelesen auf Facebook, ja, wir werden alles zerstören dieses Jahr, ja, wir sind so gut wie nie und bla bla. Im Endeffekt, ja, sehen das die Spieler wohl nicht so. An sich hat die Türkei Potenzial, da kann man absolut nichts gegen sagen, ja, aber sie zeigen es einfach nicht, sie spielen einfach nicht den Fußball, den man sehen möchte und sehen muss und dementsprechend sind sie auch verdient raus, zumindest wahrscheinlich raus, weil das geht halt nicht. Das ist halt wirklich einfach schwach gewesen, ja. Bisher beide Spiele verloren, beide Spiele relativ sang- und klanglos verloren und, ja, also für die türkischen Fans, die wirklich, wirklich einfach nur ihr Land unterstützen und einfach wirklich nur pushen, finde ich das wirklich sehr schade. Für die Leute, die immer schreiben, ja, wir sind so krass, Alter, wir ficken euch alle, für die, ganz ehrlich, Gott sei Dank werden die nicht in ihrem Glauben auch noch bestätigt. Naja, die Türkei ist an sich eine gute Fußballnation, aber nicht so gut. Ja, gut, letztes Spiel und ja, für Spanien sieht es gut aus, ne? Erstes Spiel gewonnen gegen Tschechien, zweites Spiel gewonnen mit 3:0. Mit denen scheint wieder zu rechnen zu sein, nachdem 2014 eine absolute Katastrophe war. Gut, heute sind dann die Spiele. 15 Uhr Belgien gegen Irland. Das wird auf jeden Fall nicht uninteressant. Belgien muss ja liefern, nachdem sie gegen Italien der 2:0 verloren haben. Dürften sie aber auch. Sie sind eine Weltauswahl. Sie sind eine Weltmacht, so theoretisch gesehen. Aber halt nur theoretisch. In Turnieren haben sie es noch nicht bewiesen. Mal sehen, ob sie es diesmal machen werden. Müssen wir schauen. Und dann werden sie hoffentlich die ersten 3 Punkte einfahren. Und Irland, naja, für die sieht es dann wirklich schlecht aus, weil sie ja noch gegen Italien ran müssen. Aber von denen hat ja sowieso keiner gerechnet. Die Frage ist jetzt, ob Belgien liefern kann, weil wenn sie nicht liefern, dann wird es eng. Ja, und dann könnte einer der Favoriten schon in der Vorrunde wieder rausfliegen. Aber ich tippe da auf ein 2:1 für Belgien. Danach um 18 Uhr haben wir Ungarn gegen Island. Ungarn gegen Island, ja, langweiliges Duell, sage ich mal 1:1. Und das letzte Spiel ist dann Portugal gegen Österreich. Portugal muss auch liefern nach dem Unentschieden und Österreich muss noch mehr liefern. Wenn Österreich verliert, sind sie wahrscheinlich auch raus. Und die habe ich so ein bisschen mit der Geheimfavorit gesehen. Aber das habe ich auch die Ukraine und die sind auch schon rausgeflogen. Ich denke mal, das wird ja nochmal eine relativ spannende Partie, aber dass Portugal das 2:1 gewinnt. So, schade für Österreich, aber so ist es. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentare, das war's vom Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf, haut rein und ciao.